Wie kann ich helfen? Vorwärts, zum Sieg! Was? Ich muss wirklich mal versuchen, was passiert. Wenn ich verfehle, okay. Dein Befehl? Was ist in Ordnung? Ja, in Ordnung. Wo wollt ihr denn hin auf einmal? Mögen die Götter mich schützen! Eine Schande, dass wir Gewalt schicken. In Ordnung. Wie kann ich kann das machen? Sag, was du von mir willst. Kommt her, wenn ihr euch traut. In Ordnung. Gut. Brauchst du mich? Haben wir noch Heilung? Nein, haben wir nicht. Wie kann ich helfen? Gewiss. So. Dein Befehl, vorwärts. Hat sie gerade Lebenspunkte regeneriert oder kam mir das nur so vor? Dieses schmutzige Fell sieht aus, als würde es als Bett benutzt. In Ordnung. Ja? Schade, hat nicht geklappt. Sag, es soll geschehen. So, dieses Mal hat es geklappt. Wie kann ich helfen? Sterb! Einverstanden! So. Also dadurch, dass Frostriesen und Winterwölfe nicht so stark sind, können wir das hier jetzt einfach machen. Dein Befehl? Nicht keine Gefangenen! In Ordnung. Vorwärts, zum Sieg! Ich werde tun, was ich kann. Ich fürchte, ich hatte es erwischt. Ja? Vorwärts, zum Sieg! Sag, in Ordnung. Okay, noch ein Winterwolf. Euer Leben ist verwirkt. Oh, und ein Frostriese. Wie kann er in Ordnung? Dein Befehl? Kann ich helfen? Ja, es soll geschehen. Ja, überhaupt kein Problem. Au, hör auf, den Magier zu machen. So. Sag was weiter. Also hier ging es doch durch. Okay. Wie kann ich vorwärts? So, das heißt, wir können jetzt den Rest in Ruhe plündern. Unsichtbarkeitstrank, Trank der Geschütztheit. Nein, wie gewiss. Ja, einverstanden. Heiltränke, Heldentränke. Mal 6 stecken. Wie praktisch. So, in Ordnung.
Ich tu's. So, dann. Wie kann ich weiter? Holen wir uns noch was? Die Edelsteine, die die Riesen bei sich tragen hier. Dein Befehl? Sofort! Hautstab. Das ist auch nett. Wobei, das ist ein. Nee, halt, ist das ein Blitz oder ein Himmelsstab? Das werden wir gleich sehen. Stab der Himmel. Ja, also. Flammensäule. Oh, Flammensäule ist gar nicht mal so schlecht. Komm, beim nächsten Mal benutzen wir endlich das magische Geschosse, was er noch in seinem Ding hat. Ja. Ich werde wahrscheinlich wieder drauf vergessen. Sag was sofort. Wie kann ich helfen? Sofort. Oh, ein Dolch. Lederrüstung. Machen wir es folgendermaßen. Du gib mal. Bereit zu noch. Wird erledigt. Pack das zu weit weg. Was ist, wenn es sein muss? Du schnapp dir mal von den beiden. Von ihm hier. Das. So. Die Winterwolfpelze können. Hier nehmen wir von Beutel rein. Und das kann. Zu ihr zum Identifizieren. Das kannst du dir. Gib mal. Ist einfacher, wenn wir es so machen. Trank der Klarheit. Müssen wir nachher mal alles gucken, was ich da für Tränke eingesammelt habe. Und Absorptionstrank. Ja. Sag was vorwärts. Wie kann einverstanden? So, was haben wir hier noch? Unverwundbarkeitstrank. Ja, sammelt euch mal erst. Das erstmal alles zu ihr. So, Tränke zu ihr. Oh, Schnelligkeitsöl war das. Heilungselixier und blablub. Was haben wir denn jetzt alles? Feuerschutztrank, Trank der Schöpferkraft haben wir sehr viele. Trank der Geschütztheit. Nehmen wir davon mal einen in den Rucksack vom Trank der Schöpferkraft. Regenerationstrank, Steinform, Gegengift, Schnelligkeitsöl. Konzentrationstrank, Intelligenz, Geschicklichkeit sollten wir auch mal benutzen. Wahrnehmungstrank ist für Diebe wichtig. Trank der Hügelriesenstärke sollten wir unserem Zwerg eigentlich geben. Oder Steinriesenstärke, Brandöl, konzentrierter Heiltrank, Trank der Klarheit. Trank der Freiheit. Ja, wenn wir mal wieder auf Priester treffen, die festhalten. Trank der Einsicht. Macht Weisheit hoch. Filter der Reinigung, heilt Krankheiten. Abwehrtrank, Sturmriesenstärke. Der rote Trank, ja, den können wir verkaufen. Der ist echt. Da ist hier oben unser Schöpferkraftstrank um einiges besser. Infravisionstrank bräuchten wir eigentlich auch nicht. Trank der Macht ist eigentlich für Diebe gut. Unsichtbarkeitstrank, Trank der Lebenskraft. Konstitution für 3 Stunden auf 18 gesetzt. Wendigkeitstrank, Meister die. Ja. Feueratem. Da kann man einmal einen Feueratem machen. Wolkenriesenstärke, magisches Schild und Verwundbarkeitstrank. Ja.
So, den nimmst du mal für alle Fälle. Dann können wir den mal gebrauchen, um hier Sachen zu identifizieren. So, Giftdolch. Ja, ist okay. Das müsste... Nein, ist kein... Nicht auch noch ein Giftdolch. Betäubungspfeile. So, normalerweise, wenn ich ihr den jetzt trinken lasse, sollte ihr Sagenkunde nochmal erhöht werden. So. Nein, leider nicht. Okay. Reicht aber trotzdem auch nicht zum Identifizieren. Ja, doch. Karten des Verschwimmens. Ah, nö. Verschwimmen kann er selber. Was haben wir noch? Gut, den Rest müssen wir dann so identifizieren. Und ja, der Giftdolch. Es soll geschehen. So, das heißt, wir befreien jetzt Sklaven. Das hier ist der Schädel einer riesigen Bestie, möglicherweise von einem Drachen. Naja, so wie das aussieht, ist es ein Drache. Dann haben die Riesen also neue Lakaien. Was wollt ihr von mir? Ich diene den Riesen nicht. Es fällt mir schwer, das zu glauben, aber nehmen wir einmal alles stimmt. Was wollt ihr dann von mir? Ich würde euch gerne etwas fragen. Dann fragt. Wer seid ihr? Ich heiße Darwin Berenson zu Andilsen. Habt ihr noch weitere Fragen? Hier steht, er heißt David. Ja, hab ich. Was macht ihr hier? Ich bin ein Sklave. Um genau zu sein, sind alle, die hier sind, Sklaven. Aber wir werden nicht mehr lange Sklaven bleiben. In den Höhen haben vier Leute getroffen, von denen, die von den Frostriesen als Sklaven gehalten werden. Wie kommt ihr darauf? Jeden Tag kommen die Riesen her und holen einen von uns. Derjenige wird nie wiedergesehen. Wir werden immer weniger... Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis es hier kleine Sklaven mehr gibt. Was geschieht mit denen, die weggeführt werden? Sie werden irgendeiner Kreatur geopfert, die hier in den Höhlen lebt. Von den Riesen, die sich immer hämisch über unser Schicksal freuen, wenn sie ihr ausgewähltes Opfer wegführen, habe ich das erfahren. Wir haben herausgefunden, dass die Frostriesen irgendein Wesen in diesen Höhlen Sklaven opfern. Die Bestie, von der ihr sprecht, ist tot. Es wird kein Opfer mehr geben. Oh, woher wisst ihr, dass das wahr ist? Ja, 12.000, 120.000 Erfahrungspunkte. Ihr habt Frostbiss getötet und Darwin und die anderen Sklaven gerettet. Ich habe die Bestie getötet. Das sind ausgezeichnete Neuigkeiten. Ihr habt uns vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt. Aber wir sind immer noch in einer verzweifelten Lage, weil die Riesen uns hier gefangen halten. Ich möchte euch bitten, uns zu befreien. Ich werde es versuchen, aber ich glaube, es wird ziemlich schwierig werden. Ja, aber ich glaube, ich weiß, wie ihr es schaffen könntet. Und bitte sagt mir, wie. Es gibt nur zwei Wege hier heraus. Einer führt mich durch das Gebiet der Riesen und sie wissen, dass wir dort nicht unbemerkt durchkommen. Der andere ist durch eine kleine Höhle nördlich von hier. Die Riesen haben nur eine Wache postiert, um uns dann zu Ende in die Höhle zu gelangen und zu entkommen. Wisst ihr, was sich in dieser Höhle verbirgt? Also nein, vielleicht solltet ihr eure Suche damit beginnen, die Höhle auszukundschaften. Deine eventuelle Gefahr dort zu beseitigen, bevor ihr die Wache beseitigt. In Ordnung, ich werde sehen, was ich tun kann. Ihr seid zurück, was wollt ihr? Ja, dann fragt, das weiß ich schon. Wisst ihr irgendetwas über diese Höhle? Es tut mir leid, aber ich kann euch nicht weiterhelfen. Meine Kenntnisse der Höhlen beschränken sich auf den kleinen Bereich, den ihr hier seht. Verstehe, ich möchte euch noch etwas fragen. Könnt ihr mir irgendetwas über die Riesen sagen? Die Riesen haben sich als brutal, grausam und dumm erwiesen, aber manchmal legen sie eine Schleue an den Tag, die mich bei ihrem Mangel in die Gänze erstaunt. Mehr kann ich über sie nicht sagen. Ich möchte noch etwas fragen. Das Skelett da drüben, ich finde es faszinierend. Wisst ihr irgendetwas darüber?
Das Skelett, jedes Mal, wenn ich sie sehe, läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es können die Überreste eines großen Wurms sein. Vielleicht ist die Gegend deshalb hier als Würmzahngletscher bekannt. Wer weiß das schon? Warum macht es euch solche Angst? Man hört sein ganzes Leben lang Schauergeschichten über solche Kreaturen, kriegt doch nie eine zu Gesicht. Geschichten von Schreckgestalten, Geistern und Drachen. Irgendwann glaubt man, dass das alles nur erfunden wurde, um kleinen Kindern Angst einzujagen. Ich habe nie an Drachen geglaubt, bis ich das Skelett gesehen habe. Und jetzt frage ich mich, ob die anderen Geschichten auch wahr sind und was es sonst noch auf dieser Welt gibt.